Das Thema ist absolut abschreckend, was wir für heute Abend haben. Ne? 51 Geistesfaktoren, wer kann sich darunter schon was vorstellen, und das in einem Abendvortrag. Ich möchte euch einführen, ich möchte euch sagen, warum ich mit Jesche einer Meinung bin, mit Lama Jesche, dass das ein wesentliches Thema ist. Ich zähle es zu den so an einer Hand fünf wichtigsten Unterweisungen des Buddhas. Diese Unterweisung zu den fünf Skandhas, den fünf Aggregaten. Ich möchte euch da kurz einführen, so dass auch jemand, der völlig unbelastet hier drin sitzt, unvorbereitet auch folgen kann. Die Geschichte ist so: Es kam jemand zum Buddha. Der Buddha saß in einem Wald und fragte: Gibt es ein Ich, ein Atman, ein Selbst? Der Buddha sagte: Ich kann weder beneinen noch bejahen, aber ich kann dir erklären, was wir unter Ich verstehen können. Schau mal, da drüben, siehst du den Holzstoß? Da lagen so, da hat eine Holzfäller geschlagenes Holz aufgeschichtet. Siehst du, diesen Haufen da drüben. So ist das mit dem Ich. Ja, wie? Fragte der Fragesteller. Kannst du mir das noch genauer erklären? Ja, schau. Was wir das Ich nennen, das ist so zusammengesetzt, wie dieser Holzhaufen. Sieht wie ein Holzhaufen aus. Wenn du genau hinguckst, sind es viele Holzscheite, die sich da zu etwas zusammenformen. Das wir nennen das Aggregate, zusammenfügen, bildet eine vermeintliche Einheit, ist aber gar keine. Und selbst wenn wir uns die einzelnen Stücke anschauen, ein Scheit Holz ist auch wieder zusammengesetzt aus so vielen Fasern und so weiter und kann auch wieder nicht als ein integrales Ganzes gesehen werden. Und so ist das auch mit dem, was du Atman nennst oder was landläufig Ich genannt wird. Und ich werde dir das mal beschreiben. In dem, was wir Ich nennen, da lassen sich fünf Gruppen unterscheiden. Fünf Anhäufungen, Aggregate, Skandhas, mit Hilfe derer sich das formiert, was wir so landläufig mich nennen, ich. Und zwar sind diese fünf Prozesse, die da zusammenwirken, sind das Wahrnehmen von Formen, das heißt visuelle Formen, Höreindrücke, Geruchseindrücke, visuelle, habe ich schon gesagt, Spüren im Körper und das Riechen noch. Diese fünf äußeren Sinne. Manche rechnen auch das Wahrnehmen von einzelnen Geistesinhalten noch hinzu. Aber die fünf äußeren sind das Wahrnehmen von all diesen Formen, all diesen Eindrücken. Das ist ein großer Haufen von Erfahrungen, die wir machen. Nichts von all dem ist in sich kohärent als ein stabiles Etwas, aber das sind ganz wesentliche Prozesse, die in uns ablaufen, die wir normalerweise zu unserem Ich dazuzählen. Das, was wir wahrnehmen, das fühlen wir auch. Das kriegt sofort eine Gefühlstönung. Wir erleben es als angenehm, unangenehm oder im Moment weder noch, nicht von Interesse, noch nicht genau einzustufen als angenehm oder unangenehm. Manchmal als neutral übersetzt, aber eigentlich ist es eine Weder-noch-Situation. Fällt in keine der anderen beiden Kategorien. Nehmen wir doch mal das Beispiel. Hören, Straßengeräusche im Hintergrund, Autogeräusche, Verkehrsgeräusche im Hintergrund. Dem Verkehrsgeräusch selbst wohnt, das ist gar keine Einheit, das wird von einer Summe verschiedener Fahrzeuge erzeugt, verdichtet sich zu einer Geräuschempfindung bei uns. Das Etikett unangenehm ist nicht dran. Es kann auch beruhigend wirken, es kann jemandem helfen, zu entspannen und zu schlafen, es kann uns aber auch stören. Wenn wir es als störend, als unangenehm erleben, dann entstehen Reaktionen. Und so ist das bei allem. Wir mögen unseren Sitz als angenehm oder unangenehm oder im Moment irrelevant erleben. Überall, was auch immer wir wahrnehmen, zum Beispiel jetzt die visuellen Wahrnehmungen hier im Raum, mögen wir als angenehm erleben, als unangenehm oder weder noch. Es gibt
eigentlich, das Unangenehme nehmen wir sofort wahr. Ne? Da sind wir spezialisiert drauf. Das Unangenehme, da versuchen wir weniger von zu haben und es von wegzubewegen. Das Angenehme, da gehen wir hin, da wollen wir mehr von haben. Da sind schon die weitergehenden Reaktionen drin. Das nennt man Gefühlsstörungen. Und normalerweise diese ersten Primärgefühle von angenehm und unangenehm und weder noch, die zählen wir auch zu unserem Ich-Erleben dazu. Das ist eine Menge von Erfahrungen. Da ist das eigentliche Wahrnehmen und dann sofort das Erleben der Gefühlstönung, die damit einhergeht. Und wir sortieren unsere Erfahrungen auch gleich mal ein. Ich weiß ja, dass das Verkehrsgeräusch ist. Das nennt man Unterscheiden. Ich kann den Verkehrslärm von einem Vogel unterscheiden. Oder natürlich von der Stimme, jetzt meiner eigenen Stimme oder eurer Stimme. Wir treffen ständig Unterscheidungen und die treffen wir aufgrund von vergangenen Erfahrungen. Das ganze Unterscheiden und Benennen, das Einordnen unserer Sinneserfahrung findet statt aufgrund einer langen Geschichte bereits gemachter Erfahrungen. Und wir merken sofort, wie dieser Prozess läuft, wenn mal ein Geräusch auftaucht oder eine visuelle Wahrnehmung oder irgendwo in einem anderen Sinnesbereich etwas, was wir noch nicht erlebt haben oder noch nicht definieren können. Da ist da hinten unten am Ende der Wiese, sehe ich, da bewegt sich was. Ist das Mann? Ist das Frau? Ist das Tier? Ist das? Ja, und da merken wir, wie wir unterscheiden wollen. Wir wollen festlegen, wir wollen sicher sein, dass das, was wir da wahrnehmen, in den Bereich des Bekannten gehört. Und wenn es nicht bekannt ist, kriegt das noch mehr Interesse, bis wir es kennengelernt haben. Wir wollen nicht nur wahrnehmen und empfinden, zum Beispiel wir empfinden vielleicht eine kleine Unruhe, dass da unten sich was bewegt und wir können es noch nicht genau einschätzen, wir wollen es unterscheiden. Diese ganzen Unterscheidungen, die ganze Welt der Begriffsbildung, des Benennens, das ist auch so ein Haufen, so ein Aggregat. Das ist das dritte Skanda. Auch das, unsere Welt der Unterscheidungen und Begriffe, halten wir als für uns zugehörig. Ich bin die Welt meiner Unterscheidungen. All der Begriffe, die sich in mir gebildet haben, auch in verschiedenen Sprachen, all das gehört zu mir. Und es geht weiter. Aufgrund der Wahrnehmungen, der Empfindungen und der Unterscheidungen, die ich treffe, entstehen Reaktionen, emotionale Reaktionen. Ich reagiere darauf. Die Grundmuster sind, mich auf etwas zuzubewegen, mich davon wegzubewegen oder es im Moment einfach so zu lassen, wie es ist. Das sind die drei Grundmuster. Dass etwas so zu lassen, wie es ist, bedeutet nicht, dass ich mit Unwissenheit unterwegs bin, sondern einfach im Moment erweckt das kein Interesse bei mir. Und weil kein Interesse in dem Bereich besteht, sind auch meine Antennen nicht in diesen Bereich hinein ausgefahren. Kann ein Ausdruck von mangelndem Interesse und Unwissenheit sein, also mangelndem Gewahrsein, kann auch einfach sein, dass meine Lebenserfahrung mir sagt, ist gerade nicht wichtig. Wir brauchen uns um den Verkehr nicht zu kümmern. Ist gerade nicht wichtig. Können wir ausblenden. Dieses Ausblenden machen wir aber auch mit Erfahrungen, die uns unangenehm sind und die wir lieber nicht wahrnehmen wollen. Dann blenden wir auch aus. Das ist dann das Wegdrücken von unangenehmen Bewusstseinsinhalten, weil sie uns halt unangenehm sind. So einfach ist das. Weil sie uns etwas pieksen. Und Gewahrseinspraxis, Achtsamkeitspraxis bringt das auch ins Bewusstsein hinein. Das sind alles schon Reaktionen. Wir sind jetzt bereits im vierten Skanda, dem, was heute Thema sein soll. Ich übersetze das vierte Skanda, das heißt auf Sanskrit Sanskara. Das heißt, Kara ist das, kommt von dem Sanskrit-Verb Karman, was wirken heißt, ist dasselbe Wurzelbedeutung wie Karma. Ja, das Wort Karma ist das Gewirkte. Und hier sind wir im
wirken, und das, die Vorsilbe san, die bedeutet alles, das, was alles bewirkt. Gutes deutsches Wort, was wir dafür haben, ist gestalten, Gestaltungen, das, was die gestaltenden Kräfte sind. Und zwar, was gestalten wir? Unser Erleben, unsere innere Welt. Wir sind jetzt, was weiß ich, 50 Leute hier im Saal und jeder ist gerade, ohne es bewusst zu tun, dabei, sein eigenes Erleben zu gestalten. Es sind 50 verschiedene Erlebniswelten jetzt gerade hier im Raum anwesend. Jeder erlebt jetzt gerade diese Situation anders. Warum? Weil unterschiedliche Gestaltungskräfte in uns aktiv sind. Der eine ist mit dem Inhalt beschäftigt, der andere ist mit der Umgebung beschäftigt, jemand ist mit seiner Nachbarin, mit seinem Nachbarn beschäftigt. Andere sind dabei, überhaupt Luft zu kriegen, weil sie vielleicht zu wenig Luft haben und so weiter. Es sind alle, ja, unser, obwohl wir in derselben Situation sind, ist erstmal schon unser Interesse gar nicht unbedingt mit demselben Aspekt der Situation beschäftigt. Und jetzt sage ich einen Satz. Und dieses, und noch einen Satz, und noch einen Satz. Und irgendwo, eins dieser Worte löst bei uns Assoziationen aus. Löst aus, dass wir uns an etwas erinnern, mit einem eigenen inneren Erleben vergleichen. Stimmt das, was er sagt? Überprüfen das nochmal. Sitze ich hier wirklich in einer anderen Welt als meine Nachbarn? Erlebe ich das nicht gleich? Wir sind schon dabei, weiter zu verarbeiten. Während der Vortrag weitergeht, gehen wir in unserer eigenen Welt auch noch spazieren. Wir sind gar nicht alle gleichgeschaltet. Wir sind überhaupt nicht gleichgeschaltet. Jeder macht mit seinem Geist, was er will. Und als Vortragender gibt man sich der Illusion hin, die würden alle zuhören. Die hören nur so weit zu, wie sie Interesse haben. Und dann geht ihr Interesse ins innere Vergleichen, ins Abgleichen mit der eigenen Erfahrung, Vergangenheit, ins Überlegen. Vielleicht kommt eine philosophische Idee. Ach, das hat doch so jemand schon gedacht. Wir sind jeder in unserer Welt unterwegs. Und dazu kommen noch die anderen Sinneserfahrungen. Für den einen ist es zu hell, für den anderen zu dunkel, zu laut, zu leise, zu eng, zu weit, was auch immer. All das spielt auch noch rein. Jeder von uns ist gerade aufgrund der ablaufenden, gestaltenden Prozesse in einer eigenen Wahrnehmungswelt. Und was sind die hauptsächlich gestaltenden Kräfte, werden wir uns gleich mal anschauen. Durch den Gefahren, dass ich so diese Liste mal kurz überfliege. Aber ich sage euch erst noch, was das fünfte Skanda ist. Es waren ja fünf Haufen, von denen der Buddha so grob sprach. Und zwar, wenn das jetzt also alles so wahrnehmen, empfinden, unterscheiden und gestalten und das alles zusammen führt dazu, dass wir ein visuelles Erleben haben, ein Hörerleben, ein Riecherleben, ein Körpererleben, ein Geschmackserleben und ein vielfältiges emotionales, mentales Erleben bis in die Tiefen unseres Seins hinein, ganz feine Aspekte unseres Erlebens. Das nennt man die verschiedenen Bewusstseinszustände. Und die sind auch kein Ganzes. Wir haben nicht einen Bewusstseinszustand, der bleibt, sondern eine ständige Dynamik. Unsere Aufmerksamkeit wechselt ständig zwischen den sechs Sinnen, der geistige Sinn wird als sechster Sinn hier bezeichnet, hin und her, fluktuiert da drin, integriert das auch zu einem Gesamterleben, aber in diesem Gesamterleben ist nichts Stabiles. Es wird immer wieder neu integriert, was wir hören, sehen, fühlen, schmecken und so weiter, integriert zu einem jetzt gerade stimmigen Gesamterleben, so wie wir uns die Welt repräsentieren. Und das nennt man verschiedene Bewusstseinszustände. Und das ist ein total fluktuierender Prozess. Auch da, in diesem Aggregat der Bewusstseinsformen, ist keine Stabilität und kein stabiles Ich zu finden. Also ein Ich, ein Atman in dem Sinne von einem stabilen Ich mit meinem Erleben, mit meinem Empfinden, mit meinen Vorstellungen so, nirgendwo zu finden. Im Wahrnehmen keine Stabilität, im Empfinden immer Wandel,
im Unterscheiden ständig Neues unterscheiden, im Gestalten ständig Neues gestalten und dadurch resultierende ständig neue Bewusstseinszustände. Und damit beschloss der Buddha seine Unterweisung und sagte, siehst du, so viel zum Atman. Also ein Atman in dem Sinne von etwas Konkreten, Fixen, Stabilen, was in diesem Leben gleich bleibt und von diesem Leben in ein nächstes Leben geht, ich kann sowas nicht finden. Ich finde nur Prozess. Wo immer ich hinschaue, ist dynamisches Erleben. So wie du denken kannst, dass verschiedene Anhäufungen, wenn du sie zusammentust, einen großen Haufen geben und du kannst das Ich nennen, kannst du diesen Prozess auch gerne Ich nennen, aber denk nicht, da wäre irgendwas stabil da drin. Genauso wenig wie dieser Holzhaufen stabil ist, denn der wird auch verrotten. Lass ihn nur liegen, er wird seinen Weg gehen. Ist nichts Stabiles drin. Er verändert sich in jedem Moment. Das war so die Lehrrede des Buddhas. Und ihr merkt schon im Zuhören, die Kernaussage des Buddhas war, dass er uns mit diesem Beispiel und dieser Erklärung aufzeigen wollte, dass es ein Irrtum ist zu glauben, ich wäre etwas Stabiles. Das ist der Kernpunkt. Uns aus der Täuschung vermeintlicher Stabilität zu befreien und uns zu helfen, in dieses fließende Wahrnehmen, dieses fließende Erleben zu kommen. Und dann gibt es noch einen anderen Kernpunkt in dieser Aussage, und zwar liegt dieser Kernpunkt genau in dem vierten Skanda, wo ich jetzt gebeten wurde, ein bisschen drüber zu sprechen. Und zwar werden wir gestaltet und wir gestalten. Jetzt gerade, wie wir hier sitzen, sind ganz viele Gestaltungskräfte aktiv. Das sind so unsere Gewohnheitsmuster, unsere Prägungen, die sind jetzt aktiv und gestalten das, wie wir so automatisch, reaktiv die jetzige Situation erleben. Das gilt für alle Situationen im Leben. Wir erleben sie mit den Prägungen aus der Vergangenheit. Aber wir sind keine Gefangene dieser Prägungen. Wir können im Rahmen unserer Möglichkeiten, und die werde ich gleich beschreiben, können wir unser Interesse, unsere Achtsamkeit, unser Gewahrsein hierhin oder dorthin lenken und dem Ganzen eine andere Richtung geben. Und das ist das Gestalten, was jetzt im Moment stattfindet. Das ist unsere Freiheit. Unsere Freiheit ist nicht der freie Wille, alles tun zu können, was wir wollen, weil wir sind gestaltet, wir sind im Rahmen unserer Möglichkeiten unterwegs. Aber wir können diese Möglichkeiten in einem viel größeren Umfang nutzen, als wir das vielleicht bisher getan haben. Und jetzt möchte ich euch eine kurze Einführung in die 51 gestaltenden Kräfte geben. Die ersten werde ich etwas ausführlicher machen und die anderen nur noch im Überblick. Die erste Fünfergruppe, ihr wisst, der Haufen, jetzt haben wir einen Haufen, viertes Skanda, das wir so Gestaltung nennen. Und da ist man gleich schon wieder ein Unterhaufen, die ersten fünf. Das sind die, die ihr hier, die deutsche Sprache ist die zweite Spalte, die stets vorhandenen Faktoren nennt. Die, diese stets vorhandenen Faktoren sind in jedem Akt des Wahrnehmens vorhanden. Jeder geistige Akt beinhaltet diese fünf. Und zwar sind die fünf Interesse, Empfinden, Unterscheiden, Bewusstheiten und Kontakt. Das ist aber auf einer primären Ebene zu verstehen. Zum Beispiel, ich nehme wieder den Verkehrslärm. Damit es zum Wahrnehmen des Verkehrslärms kommt, braucht es ein Interesse, was in den Hörsinn geht. Also in das, ich muss überhaupt am Hören interessiert sein. Okay? Das ist was, so ein ganz rudimentäres Interesse ist da gemeint. Dieses Interesse führt, dass ich beginne zu empfinden, ich unterscheide auch, halte meine Bewusstheit lang genug in dem Bereich des Hörens, wo der Verkehrslärm sich dann allmählich rauskristallisiert
und es kommt zu einem klaren Erleben von Kontakt. Die wirken alle fünf zusammen. Dass es zu einem klaren Unterscheiden kommt, muss ich den Kontakt so lange halten, bis ich unterscheiden kann. Ein flüchtiger Kontakt, ein zu flüchtiger Kontakt, ermöglicht mir noch gar nicht das Unterscheiden. Das heißt, das Interesse muss lang genug dabei bleiben. Ich muss es bewusst halten, das ist mit diesem Faktor Bewussthalten gemeint, sodass die Aufmerksamkeit diese Sinneserfahrung genug herausschält aus all den anderen auch vorhandenen Hörempfindungen, dass diese Hörempfindung einem Vergleichen mit früheren Erfahrungen zugeführt werden kann und daraufhin identifiziert wird als Verkehrslärm. Das läuft alles automatisch bei uns ab. Die sind stets vorhanden, diese Faktoren. Dass ihr mich jetzt hören könnt, bedeutet, dass diese fünf Faktoren ständig aktiviert sind. Ja, ihr seid ausreichend aktiviert, mir zuzuhören, nicht mal inhaltlich, einfach nur die Schallwellen aufzunehmen und ihr seid bereit, dass der Entzifferungsprozess, die Dekodierung der Sprachwellen in euch abläuft. Dass es zu einem Unterscheiden dieser Sprachwellen mit anderen Worten kommt. Ich könnte ja auch, if I would suddenly speak English, sofort müsst ihr unterscheiden. Oh, der Kerl hat ins Englische gewechselt. Ja? Dieses Unterscheiden läuft ständig ab. Das läuft ab, ohne dass wir das speziell bewusst aktivieren müssen. Und wir bleiben lange genug daran, bis das Wort Sinn macht. Und manchmal haben wir das Wort nicht sofort verstanden und wir bleiben mit unserer Erinnerung so ein bisschen dran, bis die Unterscheidung ausreichend ist, dass der Satz dann Sinn macht. Das nennt man das Bewussthalten. Wir halten das Objekt unserer Wahrnehmung so lange bewusst, bis der Kontakt zu einem klaren Unterscheiden geführt wird. Okay? Und das gilt für alles. Ob es Körpererfahrungen sind, ob es Geschmäcker sind, Gerüche und eben auch geistige Bilder, Gedanken. Deswegen nennt man das die stets vorhandenen Gestaltungskräfte. Und wir sind uns gar nicht bewusst, wie stark in diese stets vorhandenen Gestaltungskräfte, also das, was automatisch bei uns abläuft, wie stark da bereits Prägungen eine Rolle spielen. Wie stark da zum Beispiel auch Sinnesfunktionen eine Rolle spielen. Ja, wenn ich nicht richtig sehen kann, nicht richtig hören kann oder stärker höre, feiner höre als andere. Ich komme in eine andere Welt. Es öffnen sich andere Räume des Erlebens für mich. Schon bei diesen grundlegenden fünf Faktoren findet das Entstehen einer Welt statt. Jetzt nehmen wir mal die nächsten fünf noch dazu. Die sind ganz wichtig. Die nächsten fünf sind da, wo unser Freiraum, unser freier Wille zu finden ist. Ganz, ganz spannend. Und zwar heißen diese fünf die objektvergewissernden Faktoren. Ein sehr technischer Ausdruck. Das sind die fünf Faktoren, die ich brauche, wenn ich mich näher mit einer Erfahrung befasse. Da ist etwas aufgetaucht, ich habe es schon identifiziert. Aber jetzt möchte ich es noch genauer wissen. Und das machen wir jetzt gerade. Im Großen richten wir jetzt den Fokus auf die 51 Geistesfaktoren. Und wir sind jetzt bei den 5 Objektvergewisserfaktoren. Und wir halten unsere Aufmerksamkeit dran. Und das ist eine Leistung für alle, die mit Aufmerksamkeitsstörungen unterwegs sind oder die Kinder haben, die das haben, wissen sie, was das bedeutet, die Aufmerksamkeit in einem bestimmten Bereich zu halten, bis es zu einem tieferen Verstehen kommt. Darum geht es jetzt. Gucken wir uns sie nochmal an. Streben, Entschlossenheit, Vergegenwärtigen, stabiles Verweilen und völliges Verstehen. Diese 5 Faktoren sind dasselbe, was wir als automatische Faktoren haben, jetzt auf einer Ebene, wo es vom Willen steuerbar wird. Okay? Wenn ich nach etwas strebe, zum Beispiel jetzt, mein Streben doch zu verstehen, was dieser Kerl da vorne erzählt, ja, oder was der Buddha vielleicht damit gemeint hat. Das ist mein Streben, mein erster Wunsch. Dieses Streben
wenn sich das ist so etwas, das Streben ist noch so etwas Fluktuierendes, das ist noch nicht stabil. Wenn dieses Streben stabil wird, dann bin ich entschlossen, zum Beispiel das zu verstehen, was jetzt gerade gesagt wird. Das Streben verdichtet sich zu einer Entschlossenheit. Es ist wie der Junge zu Hause, der entschlossen sein muss, seine Matheaufgabe zu lösen. Ich muss entschlossen sein, eine Lösung zu finden für mein Problem mit der Geschirrspülmaschine. Ja? Diese Entschlossenheit, nicht nur ein gewisses Streben, sondern etwas mehr als Streben. Es muss sich verdichten und dazu führen, dass ich dranbleibe. Diese Entschlossenheit braucht dann den Faktor des Vergegenwärtigens. Dieses Vergegenwärtigen ist das immer wieder Zurückkommen zu meinem Entschluss. Das wird immer mit Achtsamkeit übersetzt. Tibetisch Drenpa, Sanskrit Smriti, das ist das, was mit Mindfulness gemeint ist. Achtsamkeit ist eigentlich die Fähigkeit, immer wieder zu dem zurückzukehren, wofür ich mich entschlossen habe. Das, was mir wesentlich ist, da kehre ich hin zurück. Die etymologische Wurzelbedeutung von diesem Wort ist sich erinnern. Sich immer wieder an das erinnern, wozu ich mich entschlossen habe. Zum Beispiel, wenn ich meine Tochter lossticke, geh doch mal zum Bäcker Croissant holen. Die muss den ganzen Weg von zu Hause bis zum Bäcker und zurück, muss sie den Entschluss wachhalten, sich erinnern, es geht darum, die Croissants zu holen und sie dann nicht zu essen und der Familie zurückzubringen. Ja? Das heißt, sie muss unabgelenkt bleiben. Sie muss unabgelenkt, ohne sich ablenken zu lassen, den Weg zum Bäcker finden und wieder zurück. Diese Leistung der Unabgelenktheit, das ist das, was das sich Vergegenwärtigen meines eigentlichen Anliegens bewirkt. Immer wieder muss ich mir das vergegenwärtigen, was mein eigentliches Anliegen ist. Ich muss den Entschluss, die Entschlossenheit wachhalten. Immer wieder wachhalten. Und wenn ich das schaffe, dann komme ich allmählich zu einem stabilen Verweilen. Und da entsteht etwas, wenn die Entschlossenheit mit einem Vergegenwärtigen einhergeht, dann komme ich in eine gewisse Ruhe und ich merke gar nicht mehr die Anstrengung. Man nennt das Samadhi. Der Sanskrit-Ausdruck ist euch wahrscheinlich sehr wohl vertraut. Ihr habt alle schon von Samadhis gehört. Samadhi ist, wenn das Interesse an dem Thema unserer Meditation, unserer Aufmerksamkeit zu einer klaren Entschlossenheit geführt hat, mit einem fortgesetzten Vergegenwärtigen, was dann alle Kräfte bündelt und keine weitere, soll man sagen, Anstrengung braucht. Der Geist beginnt sich in der Aufgabe, in dieser Aufgabe etwas bewusst zu halten, zu sammeln. Ganz von selber. Und dieses sich sammeln, wenn ich in der Aufgabe gesammelt bin, nehmen wir nochmal die Geschirrspülmaschine. Bin ganz gesammelt ich versuche die Lösung zu finden, warum funktioniert das Ding nicht wieder. Ich bleibe gesammelt, ich checke den Bereich durch, das Sieb, den Zulauf, den Ablauf und so weiter. Ich bleibe da drin, bis ich verstehe, wo das Problem sitzt. Und so gehe ich mit allen Themen durch. Ich möchte zum Beispiel kontemplieren über Mitgefühl. Ich möchte eine Mitgefühl, so deine Metta-Meditation, eine Meditation der liebevollen Güte ausführen. Ich muss Interesse aufbringen. Ich muss mich so entschließen, dass die anderen Sachen wegfallen, dass ich nicht mehr abgelenkt werde. Ich muss mich erinnern, dran zu bleiben. Und dann beginnt sich mein Geist darin zu sammeln. Es entstehen Kräfte aus der Sammlung, die mich Mitgefühl, liebevolle Güte erfahren lassen und es entsteht dadurch ein Verstehen, was eigentlich damit gemeint ist. Versteht ihr? Das sind auch wertneutrale Funktionen unseres Geistes und es kommt jetzt darauf an, wie wir diese Funktionen einsetzen. Immer wenn wir unseren Geist mit Interesse auf etwas lenken und da drin halten, bis es zu einer Absorption, bis einer Stabilität in dieser Aufmerksamkeit kommt, da wird es zu einem Verstehen kommen. Das Feld unseres Interesses wird sich uns enthüllen, wird immer mehr zeigen von dem,
was es, wie es ist, weil wir die Aufmerksamkeit da drin haben. Wenn wir einen Bankeinbruch planen, müssen wir genauso vorgehen. Interesse, Entschlossenheit, vergegenwärtigen, stabiles Verweilen und ja, bis wir die Lösung gefunden haben, wie wir in die Bank reinkommen. Es ist wertneutral, merkt ihr? Es kann für negative Zwecke, unethische Zwecke genauso eingesetzt werden wie für heilsame Zwecke. Es ist was ganz Wichtiges zu verstehen, dass wir ein erstes Fünferpaar grundlegender Geistesfunktionen haben, die überhaupt dazu führen, dass wir wahrnehmen. Dann haben wir ein zweites Fünferpack von grundlegenden Fähigkeiten, stabil uns zu interessieren und dadurch zu verstehen zu können, was wir ebenfalls für jede x-beliebige Tätigkeit einsetzen können. Und jetzt kommt der ethische Bereich. Das sind die nächsten Gruppen in den Geistesfaktoren. Wie setzen wir diese Geisteskräfte ein? Wie steuern wir sie? Wo ist der Pilot? Was richtet diese Geisteskräfte aus? Und das sind die emotional steuernden Geisteskräfte. Die richten uns aus. Und die ersten, die hier aufgezählt werden, sind 11 heilsame Faktoren. Die richten, die werden heilsam genannt, weil wenn der Geist sich mit Hilfe dieser Geisteskräfte ausrichtet, Vertrauen, Gewissenhaftigkeit, Flexibilität ist auch ein ganz zentraler Geistesfaktor, also ohne Fixieren, Gleichmut, Selbstrespekt, Rücksichtnahme auf andere. Nichtbegehren ist ein weiterer Ausdruck, der für Freigebigkeit, Wohlwollen und dergleichen steht. Nicht hassen ist Abwesenheit von Feindseligkeit, Wohlwollen, Mitgefühl gemeint. Nicht verwirrt sein ist der Begriff, mit dem Weisheit gemeint ist, all die verschiedenen Kräfte der klaren Bewusstheit, nicht schaden wollen und freudige Ausdauer. Das sind 11 Beispiele. Es ist keine komplette Liste. Es sind Beispiele für heilsame Geisteskräfte. Wenn die dominieren in unserem Geistesstrom, zum Beispiel, wenn das nicht schaden wollen, sondern helfen wollen, dominiert in unserem Geistesstrom, dann richtet sich unser Interesse darauf aus, wie wir den Flüchtlingen, die aus ihrer Armut flüchten und neue Lebensgrundlagen suchen, wie wir die unterstützen können. Wir werden bei dem Thema bleiben und uns da hineinfühlen, bis wir in unseren Möglichkeiten Lösungen gefunden haben, bis wir zu einem Verstehen gekommen sind. Wenn wir die als Feind betrachten und in einem der nicht heilsamen Geisteskräfte unterwegs sind, voller Abneigung und Angst und Unwissenheit, dann werden wir suchen mit unserem ganzen Interesse nach Gründen, warum wir sie abschieben können und nach Wegen, sie abzuschieben und sie auszugrenzen. Wir werden genauso erfolgreich sein mit unseren 10 allgemeingültigen Geistesfaktoren, je nachdem, welche Motivation sie zum Einsatz bringt, wird es in die eine oder in die andere Richtung gehen. Unsere ganze Intelligenz, unsere Fähigkeit des Verstehens wird eingesetzt von Triebkräften, von Kräften in uns, die uns motivieren. Das sind die motivierenden Kräfte. Haben wollen, nicht haben wollen. Helfen wollen, schaden wollen. All diese Liebe oder Hass, freundschaftliche Gefühle, ängstliche Gefühle, ausgrenzende Gefühle, diese Gefühle setzen unsere sonstigen Gestaltungskompetenzen für ihre Zwecke ein. Okay? Das muss man wissen. Deswegen ist das so spannend, das zu studieren, weil wir sehen eine ganz intelligente Auffächerung unserer geistigen Kompetenz, der Kräfte, die darin wirken. Und heilsam bedeutet, dass etwas den Geist und das Herz öffnet und zur Entspannung, zu klarerem Erkennen beiträgt. Und nicht heilsam bedeutet, dass es den Geist eng macht, dass es fixierend wirkt, verschattend uns in größere Enge und Besorgnis hinein. Das ist diese Begriffe heilsam und nicht heilsam,
sind wirkungsbezogen. Die beziehen sich auf die Auswirkungen dieser Geistesfaktoren, die da beschrieben werden. Und wenn jemand sein Leben in die Hand nehmen möchte, dann nimmt er es dadurch in die Hand, dass er die motivierenden Kräfte stärkt, die in den heilsamen Bereich führen, und die motivierenden Kräfte, die immer wieder uns in den nicht heilsamen, in den engen Geisteserfahrungen landen lassen, nicht weiter nährt. Man braucht nicht unbedingt gegen sie anzugehen, man braucht sie einfach nicht weiter zu nähren, zu unterstützen. Und die heilsamen Kräfte zu unterstützen und zu nähren, das führt zu neuen Gewohnheiten, neuen Bahnungen, eine andere Sichtweise der Welt. Und so gestalten wir unsere Welt, wir gestalten um. Wo wir vorher aus Angst, Besorgtheit, haben wollen, greifen, herausgehandelt, also gedacht, gesprochen und gehandelt haben, beginnen wir andere Kräfte zu aktivieren, bleiben länger damit, bis wir es schaffen, in derselben Situation mehr aus dem Verstehen, aus dem Mitfühlen, aus dem Wir herauszuhandeln. Und es entsteht eine andere Sicht der Welt. Und so nehmen wir unser Leben in die Hand. Wir nehmen es in die Hand, indem wir gezielt bestimmte Geistesfaktoren stärken. Das Stärken der für das Erwachen relevanten Geisteskräfte, das ist, wie wir unser Leben in die Hand nehmen. Und das nicht mehr nähren, nicht mehr bedienen der Geisteskräfte, die enge Geisteszustände erzeugen, das ist, wie man aus Leid aussteigt. Das erste ist das, wie man in Glück und Befreiung findet. Der zweite Aspekt, das nicht mehr bedienen dieser impulsiven, nicht heilsamen Muster, ist, wie man aus Leid aussteigt. Ich lese euch mal kurz die Liste der 6 primären emotionalen Belastungen vor. Die 6 Hauptkleshas, die Hauptverschattungen oder die engmachenden Geistesfaktoren. Unwissenheit, also mangelndes Gewahrsein, Begierde, Ärger, Stolz, Zweifel und Anschauung, Meinungen aller Art, fixe Standpunkte. Das sind die primären 6. Denn diese Anschauung ist das Gegenteil von Flexibilität auf der anderen Seite. Nicht die unfähig zu sein, flexible Sichtweisen anzunehmen. Fixe Anschauung, Meinung zu haben. Kann leider nicht auf jedes Einzelne eingehen. Normalerweise würde so ein Thema mindestens eine Woche ganztägigen Unterricht führen. Okay? Also, machen wir das jetzt mal im Überblick. Die 20 sekundären emotionalen Belastungen leiten sich aus den 6 primären ab. Das sind Kombinationen von den ersten 6. Wut, Groll, Verachtung, Böswilligkeit, Eifersucht, Unaufrichtigkeit. Die Liste ist sehr unangenehm zu lesen. Soll ich weiterlesen? Scheinheiligkeit, mangelnder Selbstrespekt, Rücksichtslosigkeit, Verstellung, also Scheinheiligkeit, Habgier, Selbstüberheblichkeit, mangelndes Vertrauen, Faulheit, Nachlässigkeit, verwirrtes Gedächtnis, mangelnde Bewusstheit, Dumpfheit, Wildheit des Geistes, also ungezügeltes Denken und abgelenkt sein. Und dann gibt es noch 4, die mal heilsam, mal nicht heilsam sein können. Schlaf, Bedauern, Nachdenken und genaues Untersuchen. Je nachdem, wofür es eingesetzt wird. Das waren die 51. Aber ich möchte nochmal, jetzt wo ich sie euch im Überblick so dargestellt habe, nochmal zusammenfassen. Wir waren bei der Unterweisung über die 5 Skandhas. Erster Punkt, ein stabiles Ich ist darin nicht zu finden. Das Ich ist Prozess. Und damit sind wir ganz in Tune von vor 2500 Jahren mit der heutigen westlichen Psychologie. Die Ich-Psychologie ist eine Psychologie der Entwicklung. Wie entwickelt sich eine Person mit ihren ganzen Fähigkeiten, diese integrativen Fähigkeiten, auch mit Herausforderungen umzugehen, ist ein total dynamischer Prozess. Heutige Psychologie von einem dynamischen Ich aus. Es gibt gar nicht mehr die stabile Ich-Vorstellung. Nirgendwo in der Philosophie oder Psychologie von heute gibt es das noch. Aber
in unserem emotionalen Erleben, dem nicht reflektierten Erleben, da agieren wir noch mit der Vorstellung eines stabilen Ichs. Wenn mich meine Frau angreift, ist da ein stabiles Ich, weil ich angegriffen fühle. Und so ganz stabil ist es nicht, sonst würde ich mich nicht zu verteidigen haben. Also ich bin so ein bisschen unsicher in meinem vermeintlich stabilen Ich und versuche, meine innere Festung, meine Bastion irgendwie zu verteidigen. Völlig unnötig. Mit etwas Flexibilität, etwas Wohlwollen, etwas Weisheit, etwas, ja, von diesen heilsamen Geistesfaktoren könnte ich viel offener damit umgehen. Aber ich habe Erfahrungen gemacht, die mich ängstlich sein lassen. Ich reagiere mit Sorge. Ist meine Würde in Gefahr? Ist mein Respekt in Gefahr? Werde ich vielleicht über den Tisch gezogen? Werde ich vereinnahmt? Werde ich, ja, so die ganzen Zweifel, die da anspringen. Und ich beginne mich erstmal schon sicherheitshalber zu wehren, bevor ich überhaupt hinfühle und gucke, was denn eigentlich gemeint ist. Hast du das gemacht? Nee, ich doch nicht. Ich weiß überhaupt nicht, wovon sie spricht. Ich bin auf jeden Fall schon mal nicht betroffen. Auf jeden Fall schon mal, ja. Und das sind diese automatischen Reaktionen, die kommen aus einem Erleben, wo wir etwa einen vermeintlichen Wesenskern verteidigen. Puh, und wo ist der zu finden? Und wo ist er denn eigentlich? Im Wahrnehmen, im Empfinden, im Unterscheiden, im Gestalten, in dem Bewusstsein? Wo ist er denn, dieser Wesenskern? Wo ist denn dieses Individuum? Was ist denn das, was ich da verteidige? Mein Selbstwertgefühl, ja, ist ziemlich fluktuierend. Wovon hängt es denn eigentlich ab? Wovon hängt es ab? Mein Selbstwertgefühl, das Gefühl, liebenswert zu sein. Das sind alles Geisteskräfte, die da sind. Was auch immer ich erlebe, es sind innere Einstellungen, Kräfte, Sichtweisen, Überzeugungen. Das alles setzt sich zusammen zu einem Erleben, was wir dann Selbstwertgefühl nennen. Das ist ganz spannend. Auch das Selbstwertgefühl entsteht bedingt. Und dann lerne ich mit der Zeit, dass es mir sogar mehr Selbstwertgefühl gibt, wenn ich mich gar nicht verteidige, sondern in einer gewissen Offenheit und Flexibilität mit der Situation umgehe und plötzlich merke ich, oh, ich bin viel näher dran bei den natürlichen Qualitäten meines Seins, bin viel mehr in Harmonie mit meinem Eigentlichen. Je weniger Angst ich habe, desto mehr bin ich in Einklang mit meinem eigentlichen Sein. Und das ist etwas, worauf ich euch hinweisen möchte. Und zwar, was hier als die Liste der 11 heilsamen Faktoren dargestellt wird, so unvollständig wie das ist einfach nur eine Liste von Elementen, die der Buddha in seinen Lehrreden erwähnt hat. Es können viel mehr auf der Liste stehen. So unvollständig wie die Liste ist, so sind diese heilsamen Qualitäten genau das, was sich in jedem Geistesstrom zeigt, wenn sich unser Geist entspannt. Jeder von uns bringt genau diese Qualitäten hervor, sobald wir uns entspannen. Es sind natürliche Qualitäten. Das heißt, wenn ich mich auf das, was hier als heilsam beschrieben wird, ausrichte, richte ich mich nicht aus darauf, ein neues Kartenhaus von Good Boy, Good Girl aufzubauen und wieder irgendwelchen Normen zu entsprechen und ich muss doch so und so sein, ich darf nicht so und nicht anders sein, sondern ich bin in einem Prozess und das ist, warum der Prozess wirklich heilsam ist, mich immer mehr in natürlicher Weise vorhandene heilsame Qualitäten zu entspannen. Die zeigen sich immer mehr, je entspannter ich bin. Und je mehr ich diese zweite Fünfergruppe in dieses heilsame Erleben ausrichten kann. Das kann ich dazu tun. Es wird dazu führen, dass diese natürlicherweise vorhandenen Qualitäten sich alle von selbst zeigen. Das ist das Spannende. Wir haben hier mit diesen 10 allgemeinen Geistesfaktoren, 11 heilsamen und 6 plus 20 nicht heilsamen, wir haben hier kein neues Projekt vor uns, wie mache ich mich zu Superman und Superwoman? Wir haben eine intelligente Beschreibung, wie wir immer natürlicher werden können, wie wir in einen natürlichen Heilungsprozess einleiten können und was der braucht.
der braucht, dass wir diese Faktoren, angefangen von Interesse bis zu Verstehen, diese ersten 10 Faktoren, im Dienste des natürlichen Seins arbeiten lassen. Aus den Anspannungen rausfinden in das natürliche Wohlwollen, was sich zeigt, wenn wir unseren Geist öffnen, in die natürliche Flexibilität des Geistes hineingehen. Liebe, Mitgefühl, Freude, all diese wunderbaren natürlichen Qualitäten unseres Seins. Und dann fällt das andere ab. Wir brauchen nicht dagegen anzukämpfen. Es reicht, wenn wir es nicht mehr nähren, wenn wir es nicht mehr. Das verstand der Buddha unter Entsagung, dass wir die nicht heilsamen Geistesfaktoren nicht mehr bedienen. Das ist Entsagung. Es geht nicht um materielle Entsagung. Es geht um Entsagung, also dem nicht mehr folgen in diese ganzen verstrickenden, engmachenden Geistestendenzen. Das ist, worum es eigentlich geht. Ihr kennt die 4 Arten von Entsagung. Das ist so der Standardübersetzung. Das Heilsame zu tun, was noch nicht getan ist. Das Heilsame, was noch nicht getan ist, zu tun. Das Nicht-Heilsame, was schon aktiv ist, nicht mehr zu tun. Und das Nicht-Heilsame, was noch nicht aktiv ist, auch nicht zu tun. Sich nicht darauf einzulassen. Ja? Das sind die 4 Formen der Entsagung. Dann könnt ihr nachlesen. Es gibt auch andere Übersetzungen für diesen Begriff. Es wäre gut, im Grunde genommen einfach von 4 Aspekten der Heilung zu sprechen. Aber so wurde das halt früher nicht genannt. Weil immer entsagen wir ich-bezogenen Impulsen, die auf egozentrierte Art uns wieder verstricken. Wir gehen in das echt Heilsame und stärken das und unterlassen das, was in weiteres Leid führt. Und die 51 Geistesfaktoren sind, wenn man sie dann so versteht, eine wunderbare Anleitung zu glücklichem und freiem Sein. Nur dürfen wir sie nicht mit unserem scholastischen Verständnis nur verstehen. Wir dürfen sie nicht mit diesem moralisierenden Ohr lesen, wo wir das wie als neue 10 Gebote so auffassen, das muss ich jetzt tun, sondern als eine Einladung ins natürliche Sein. Diese 11 Faktoren des Heilsamen, die sind nicht von irgendwoher gekommen. Das sind Beobachtungen, wie sich Erwachte, wie Erwachte fühlen. Was ist bei einem wirklich, bei einem Buddha, bei einem wirklich Erwachten so zu bemerken? Bei einem Buddha ist es immer so, dass er im Vertrauen ist. Da ist keine Angst aktiv. Ich lese nochmal durch die 11. Bei einem Buddha ist es immer so, dass er völlig gewissenhaft, aufrichtig, achtsam im Ausführen seiner Handlung ist. Es ist immer so, dass er von einer erstaunlichen Flexibilität ist, dass er seinen Geist richten kann, wohin er will. Der Geist ist völlig flexibel. Workable, sagen wir auf Englisch. Einsetzbar für jede Art von Aufgabe. Bei einem völlig Erwachten ist immer dieser Gleichmut zu finden, auf Situationen weder mit Greifen noch mit Aversion zu reagieren. Ist immer zu finden. Es ist ein Selbstrespekt zu finden, eine natürliche Würde, und es ist Respekt, Rücksichtnahme für andere zu finden. Ist ganz natürlicherweise präsent. Sie begehren auch nicht, sie sind nicht im Begehren gefangen, sie sind nicht im Hassen gefangen, sie sind nicht verwirrt und sie wollen niemandem schaden. Da geht es noch gar nicht darum zu sagen, sie lieben alle, sie unterstützen, sondern es ist einfach, was mal sicher ist, sie wollen niemandem schaden, sie wollen nicht, sie begehren nichts für sich, kein Greifen. Das ist so eine ganz, deswegen sind diese Worte so seltsam formuliert, weil es die Grundkondition des Erwachens, das, was sich immer zeigt, wenn Menschen erwachen, das wird in den heilsamen Geistesfaktoren. Und sie sind voll freudiger Ausdauer, voll freudigem Enthusiasmus, voller Energie im Tun dessen, was heilsam ist. Das ist der letzte, der 11. Punkt. Merkt ihr, was ich sagen möchte? Es ist nicht ein Programm, eine Beschreibung dessen, was wir eigentlich wirklich sind.
Das andere, die nicht heilsamen Faktoren, ist eine Beschreibung dessen, was wir leider oft auch sind. Aber was zum Glück keine Dauer hat, kann sich auflösen. Es sind vorübergehende Schleier, vorübergehende emotionale Verschattungen. Gebrechen nannte Buddha, Klesha, das, was uns nicht ganz uns selber sein lässt. Wir sind emotional etwas behindert. Durch diese 26 nicht heilsamen Geisteskräfte sind wir emotional beeinträchtigt. Ja, ist leider so. Bin nicht im Voll, wenn die aktiv sind, bin ich nicht im vollen Besitz meiner Flexibilität, meiner Liebesfähigkeit, bin leider nicht mehr gleichmütig und so weiter und so fort. Die anderen Faktoren, die 11 ersten, verschwinden, wenn die 26 weiteren da sind. Merkt ihr, so wird meine Krankheit beschrieben, mein Gebrechen wird beschrieben und mein natürliches Sein, meine Heilung wird beschrieben. Das ist eine Einladung, den heilsamen Faktoren mehr Aufmerksamkeit zu geben. Das war meine Darstellung, Abschluss meines Vortrags heute zu diesem vierten Skanda der Gestaltung. Jetzt ist es an euch, den Abend zu gestalten mit euren Fragen, Beiträgen. Das ist jetzt der Frage-Antwort-Teil. Freue ich mich echt drauf. Diese ersten 10 Faktoren, die 2x5, sind sozusagen die Basis, die auch wertneutral sind. Genau. Jetzt, was, ich kann schlecht sagen ich, denn nach deinen Ausführungen gibt es ja kein Ich oder zumindest kein stabiles Ich. Was in mir bewirkt, dass ich mich einmal für die heilsamen Faktoren entscheide oder ich entscheide mich ganz bewusst für die unheilsamen Faktoren? Was ist das? Wo geht das Interesse hin? Das ist so die Frage. Weil, wodurch wird das Interesse gesteuert? Ja? Interesse wird auch durch Erfahrung gesteuert. Jetzt zum Beispiel entsteht ein gewisses Verständnis, so, das nennt man Weisheit, dieses Verstehen, ist der 10. Faktor, ja, Prajna, entsteht, Prajna besser ausgesprochen, es ist ein Verstehen, was gar nicht immer so subtil sein muss, aber es ist ein Verstehen, dass mir das gut tut. Dieses Verstehen, aus Erfahrung geboren, führt dazu, dass ich mich vermehrt in diese Richtung lenke, dass mein Interesse vermehrt in diese Richtung geht. Also Erfahrung erzeugt ein Verstehen, ein Wissen, und das ist, was das Interesse vermehrt. Dadurch entsteht mehr solch heilsames Erleben, und das wirkt dann selbstverstärkend. Je mehr wir heilsames erleben, desto mehr möchten wir eigentlich nur noch in diese Richtung gehen. Aber warum gehen Menschen dann gerade in die gegenteilige Richtung? Ja, das ist, weil sie so ungeschickt mit ihrem Geist umgehen und meinen, sie könnten durch Festhalten glücklicher sein und durch Wegschieben weniger Leid erfahren. Das sind Irrtümer, die müssen sie untersuchen. Wenn ich meine Frau festhalte, entsteht nicht mehr Glück in der Beziehung. Ja, verstehst du? Aber trotzdem neigt jeder dazu, das erstmal zu tun. Und indem ich das Leid wegstoße und zu vermeiden suche, wird es nicht weniger. Ich kann es eine Weile ausblenden, aber es bricht durch. Und indem ich mich ihm zuwende, es durchdringe mit Gewahrsein, es annehme es und so weiter und seine tieferen Ursachen entdecke und da hinein Entspannung, Öffnung bringe, dadurch wird es weniger. Das ist wiederum Weisheit. Wenn ich das beginne zu verstehen, dann bin ich vielleicht motiviert, anders damit umzugehen. Oder wenn ich mir einfach ständig gegen die Wand laufe und merke, es bringt nichts. Und dann, Erfahrung lehrt mich. So lernen Menschen. Durch Erfahrung im Heilsamen und Erfahrung im Leidvollen. Menschen lernen durch Erfahrung, und die Erfahrung muss Weisheit, also ein Verständnis hervorbringen. Und nun ist es so, warum lernen Menschen so langsam? Weil sie nicht mit ausreichender Aufmerksamkeit leben. Sie sind nicht achtsam genug, nicht gewahr genug, und deswegen sind sie nie lange genug, nie tief genug im Erfahren, im Spüren, im Beobachten, um echte Schlüsse daraus zu ziehen.
Sie urteilen ganz flüchtig, sie ziehen ganz flüchtige Schlüsse und machen dadurch auch viel mehr Fehler, als wenn sie wirklich achtsam und gewahr dabei bleiben. Der Faktor, der am ehesten dazu führt, dass ein tieferes Verstehen entsteht, ist die Aufmerksamkeit, die Achtsamkeit konstant zu halten, bei etwas zu bleiben. Da entsteht dann tieferes Verstehen. Das ist so wie in einem Gespräch, wenn wir mal länger bei einem Thema bleiben, da entsteht dann neues Verstehen. Wenn ich in einem Gespräch immer nur meine bereits existierendes Wissen oder Meinung austausche, kann ich stundenlang reden, aber ich bleibe nie lang genug bei irgendetwas, um irgendetwas Neues mitzukriegen. Sie haben gerade davon gesprochen, dass es gut wäre, eine gewisse Askese zu kultivieren, um diese heilsamen Zustände langsam an sich rankommen zu lassen. Beziehungsweise um das wirkliche innere Ich zu entdecken. Richtig. Jetzt mal angenommen, man ist mit so einem inneren Wildschwein unterwegs, einem großen Wildschwein unterwegs. Super. Und jetzt wäre es mal gut, dieses Wildschwein nicht zu nähern, ja. Jetzt hat man vielleicht so eine Sorge, was ist jetzt vielleicht das, solange ich das füttere, es ist ja lieb und so, läuft vor mir hin und alle wundern sich ja, wie kann ich mit so einem riesen Wildschwein herumlaufen. Ja, ich füttere es, ich bin sein Herrchen sozusagen. Aber wenn ich es jetzt mal nicht füttere, was passiert dann? Also so eine negative Rückkopplung oder sowas? Ich muss mich dem Wildschwein richtig zuwenden. Kann sein, dass sich mein wildes Wildschwein, meine alle Regeln durchbrechendes Wildschwein allmählich entpuppt als ein Wildschwein, was in der Tiefe einfach Angst hat. Und wenn ich mich mal endlich dieser Angst und dieser Bedürftigkeit zuwende, entdecke ich, dass dieses Wildschwein vielleicht einfach nur Lust hat, geliebt zu werden, integriert zu werden und auch mal frei zu sein und endlich mal nicht mehr so eine Zumutung sein zu müssen. Ja, also das ist genau das, was ich gerade meinte. Ja, wir müssen unsere wilden Säue annehmen. Ja? Wir haben scheinbare Drachen, Ungeheuer, Wildschweine in uns und das braucht einfach, dass wir mal den Mut haben, stehen zu bleiben und zu gucken, zu spüren. Ist gar nicht so tragisch. Kommt ja immer auf die innere Wertung an. Also jemand anders kann dieses Wildschwein auch ganz anders betrachten als ich selbst. Eben, also ich finde das klasse, wenn jemand mit so einem richtig wilden Schwein unterwegs ist. Da ist Kraft drin, damit kann man was machen. Ist besser, als wenn jemand als Pudel unterwegs ist. Ja, wie ist es denn, wenn man mit diesen Wildschweinen tagtäglich zu tun hat? Du meinst, dass die anderen die Wildschweine wären? Ja. Ja, dann muss man aufpassen, dass das eigene Wildschwein nicht geweckt wird. Weil offenbar sind da Anteile in mir, die anspringen, wenn andere ihr Wildschwein leben. Ja. Da muss ich mit meinen eigenen Reaktionen dann lernen, auf eine gute Art zu sein. Ich kann nicht immer den anderen helfen, wirklich auf eine gute Art ihre eigene Natur zu bändigen oder damit Frieden zu schließen. Ja. Muss dann schauen, wie ich mit meinen Reaktionen umgehe. Arbeiten kann ich nur mit meinem eigenen Geist, nicht mit dem Geist anderer. Ja, und manchmal fehlt mir da so die Energiequelle, die ich eigentlich auch brauche, um so meinen Weg weiterzugehen, weil das ist ja schon eine sehr energievolle Arbeit, die man da leistet, wenn man erkennt, dass da auch Wildschweinanteile da sind. Ne? Ja, für mich kommt die Energie aus dem Mitgefühl. Mitfühlen mit mir selber, mit meinem eigenen Leid und tatsächlich etwas Gutes für mich selber wollen, echte Selbstzuwendung und natürlich dann auch Mitgefühl für die anderen, die so gefangen sind in ihren Mustern, dass sie manchmal nicht anders können als ja ziemlich negativ unterwegs sein. Also Mitgefühl ist, glaube ich, ein wirklich verlässlicher Motor für unsere innere Entwicklung. Und wenn es uns mal daran mangelt, dann nehmen wir uns Zeit und tun mal eine Weile gar nichts und legen uns einfach mal hin, lehnen uns an und werden ganz weich mit uns selber und einfach mal nichts zu tun brauchen, bis wir wieder eine gewisse Wärme für uns selber empfinden.
Und daraus kommt dann allmählich wieder ein erster Impuls, sich selbst etwas Gutes zu tun, sich um andere zu kümmern. Und ja, im Grunde genommen ist jetzt schon ein bisschen was dazu gesagt worden, was ich mir so als Frage gestellt habe. Das, was jetzt als negativ, als unheilsam bezeichnet wurde, im Grunde genommen sind es ja emotionale Boten, die uns irgendwas sagen wollen. Wut, Hass, Ärger, all das. Also nicht an sich, der Ärger ist schlecht oder die Wut, würde ich jetzt so sagen, sondern sie hat eine zerstörerische Kraft eventuell, also eine unheilsame, aber dahinter verbirgt sich ja immer noch irgendwas. Und insofern denke ich, oder ist die Frage, also mich nur aufs Heilsame ausrichten, damit geht die Energie ja nicht unbedingt weg, die auch das hervorbringt, was meine Wut zum Beispiel ausmacht. Also denke ich, muss ich mich nicht nur dem zuwenden, sondern auch dem anderen Bereich, oder? Und dort spüren, wo kommt's her und warum habe ich das überhaupt? Mhm. Ne? Warum kommt das hoch in mir? Also diese Geistesfaktoren, die nicht heilsam genannt werden, sind nicht heilsam in Bezug auf ihre Auswirkungen. Sie sind, da war nie die Rede von gut und schlecht, sondern nur die Auswirkungen sind enge Geisteszustände, leidvolle Erfahrungen und so, die Auswirkungen. Aber ein nicht heilsamer Geisteszustand, wenn wir uns unserer Wut, nehmen wir mal Wut, Ärger, Hass, wenn wir uns dem zuwenden, ist einfach sehr intensives Erleben. Ja, wenn wir nicht im Ausagieren sind, dann merken wir, da ist eine unglaubliche Kraft, da bäumt sich was auf, da stimmt was nicht, da will was geändert werden, da sind ganz viele gesunde Kräfte drin und die suchen einen Weg, eine nicht tragbare Situation zu verändern und wie kann ich die jetzt so einsetzen, dass sie wirklich dazu führen, mehr Glück zu erzeugen. Denn eigentlich ist in der Wut, im Ärger, ist auch das Streben nach Glück zu finden. Und das ist in der Eifersucht auch, in dem Stolz auch. Alles sind Versuche, irgendwie in dieser Welt glücklich zu sein. Irgendwie sicherer zu sein. Irgendwie respektierter zu werden. Es sind so viel ganz gesunde Bestrebungen da drin, die sich aber so ungeschickt ausdrücken. Ja, so von der Wertung her finde ich es wichtig zu sagen, eben, sie sind nicht an sich schlecht. Genau. Ne? So, also genau. Nicht nur dieses Fokussieren auf das, diese positiven, also in uns natürlicherweise vorhandenen heilsamen Zustände, sondern sie haben eine Botschaft einfach. Und die haben eine Botschaft, sagt sie. Diese jede Emotion, die uns auftaucht, hat eine Botschaft. Das kann ich voll unterschreiben. Aber merkt ihr was, ich darf mal zu allen sprechen, ich habe nie das Wort schlecht und richtig benutzt. Und es kommt jetzt in die Diskussion. Ja. Wir hören nicht heilsam und denken schlecht. Okay? Ich hätte es jetzt von der Ausrichtung. Da sollte ich es verstanden. Richtet euch das Heilsame aus, dann verschwindet das Unheilsame ja, von selbst. Bedient das nicht das, Heilsame nicht. Ich habe natürlich jetzt nicht die ganze Psychologie ausgebreitet, sondern klar wenden wir uns dem zu, aber wir bedienen es nicht. Mhm. Ja, lasst euch nicht davon vortrennen, sondern schaut, was eigentlich los ist. Und das ist in sich schon heilsam. Ja. Schaut, was für ein Bedürfnis hat. Dazu kam ich nicht, das alles zu erklären, wie man das macht. Kein Geisteszustand ist in sich irgendwie schlecht. Jeder Geisteszustand, jeder Hass im Begriff, kann in dem Moment, wo wir seine wahre Natur erkennen, die Tor des Erwachens öffnen. Jeder Geisteszustand kann Mitgefühl hervorrufen. Jeder Geisteszustand kann Weisheit hervorrufen. In jedem liegt eine unglaubliche positive Möglichkeit. Die können wir nutzen. Offenbar musste ich das jetzt noch sagen. Okay, was muss ich sonst noch sagen? Ja, ich habe Schwierigkeiten, diesem nicht stabilen Ich, woran wir Prozesse ineinander fließen, wechselhaft sind und wenn dann anschließend wir eingeladen werden, zum Beispiel irgendetwas mehr Aufmerksamkeit zu geben oder die Aufmerksamkeit länger aufrecht zu erhalten und um was zu erkennen. Frage mich, wer sind denn diese wir auch, die das tun sollen? Und wer ist da der Adressat? Und für wen hat das Ganze morgen eine Bedeutung, wenn morgen ganz andere Prozesse da sind? Genau. Was macht das? Was gibt denn die Stabilität? Ich war ja schon, ich bin jetzt zum dritten Mal hier. Ich bin irgendwie erkennbar immer noch derselbe und ja, nicht ganz, fast. So ein bisschen Wandel ist ja wohl auch zu bemerken. Und da ist ja eine Stabilität. Da ist ja was Stabiles.
Und was tatsächlich die stabilisierenden Kräfte sind, ist das, was unsere tiefsten Motivationen sind. Das sind die eigentlich stabilisierenden Kräfte. Was wird da stabilisiert? Ist dich doch wohl nicht oder langfristig? Nicht? Nichts wird stabilisiert. Unsere Art zu erleben, unsere Art zu sein, die dynamisch ist, wird immer wieder neu auf gleiche Art ausgerichtet. Es ist nicht, dass ein Etwas stabilisiert wird, sondern eine Art in der Welt zu sein, eine Art mit dem Leben umzugehen, wird durch unsere Grundanliegen und unsere Grundsichtweisen immer wieder in ähnliche Bahnen gebracht. Und wenn jemand Bodhicitta im Herzen hat, also Mitgefühl, Liebe, Weisheit im Herzen hat, dann werden diese Kräfte dazu führen, dass immer wieder Situationen aus dem Blickpunkt von Mitgefühl, Liebe, Weisheit betrachtet werden, das so gehandelt wird, das wirkt enorm stabilisierend. Am stabilsten sind die natürlich vorhandenen Geistesqualitäten. Weil die sind einfach natürlicherweise vorhanden. Da können wir drauf bauen, aber sie sind kein Etwas. Sie sind wirkende Kräfte. Es ist schwierig, da wir denken, es bräuchte da was Festes, was dann irgendwie stabil... Nee, das sind Kräfte, die immer wieder gleich wirken. Merkt ihr, wie die Schwerkraft, wie stabilisierend die wirkt? Ich jetzt, nehme jetzt mal ein physikalisches Beispiel. Ist total stabilisierend. Unsere ganze Welt, unser ganzes Leben beruht auf einer Kraft. Aber habt ihr die Schwerkraft schon mal irgendwo gefunden, gesehen? Ist die ein Etwas? Oder der Strom? Strom ist eine Kraft. Ist eine Energie, die fließt. Alles baut hier in unserer heutigen Welt auf Strom, auf Elektrizität auf. Niemand kann den Strom greifen. Wetter. Wetter sind Kräfte. Alle sprechen über das Wetter. Niemand findet je das Wetter. Das sind Kräfte, die wirken. Und so ist das mit dem Ich auch. Wir können von einem Ich sprechen, was stabilisiert wird. Und das tun wir auch. Aber wir müssen wissen, dass es das Zusammenwirken von Kräften ist, was jetzt unser Wetter-Ich hervorruft. Und wenn wir ungefähr mit einem sonnigen Gemüt unterwegs sind, dann rufen sonnige Kräfte in uns, Kräfte, die zu einem sonnigen Gemüt führen, immer wieder ein ähnlich sonniges Gemüt hervor. Das erscheint stabil, entsteht aber immer wieder neu aufgrund gleicher oder selber Geisteskräfte, die ganz ähnliche Wirkung hervorrufen. Versteht ihr, was ich meine? Kräfte rufen ein Befinden, ein Sein in der Welt, ein Wirken in der Welt hervor, was sehr ähnlich wirkt wie gestern, wie vorgestern und so weiter, weil immer noch gleiche Kräfte wirken. Jeschi, du wolltest was sagen, gell? Ja, ich hätte jetzt nur vermutet, dass das ja auch für nicht so angenehme Charaktereigenschaften gilt. Also wenn jetzt jemand einfach sehr ehrgeizig ist oder geizig ist. Das würde sich ja auf dieselbe Weise immer noch... Sehr stabil. Jesche sagt, um es lauter zu sagen, spricht von Ehrgeiz, Geiz und anderen. Wenn solche Kräfte ständig aktiv sind, führen die auch zu einem immer wieder sehr stabilen Sein in dieser Welt, wo man das Gefühl hat, da ist ein stabiles Ich. Tatsächlich sind es aber Geisteshaltungen, Motivationen, Ängste, die da zusammenwirken. Und genau diese Art des Interpretierens von Situationen, des Handels in Situationen und so weiter hervorrufen. Kannst du was damit anfangen, was ich dir antworte? Ja, das klingt, als würden sich so relativ stabile Zustände auch befinden. Ich weise mehr auf einen Wesenskern aus, mit einer Identität, der sich da auch angesprochen fühlt. Tja, den möchte ich auch mal finden, den Wesenskern. Tatsächlich ist das, was ich euch beschreibe, sowas wie in der Physik der Stable State, ja, durch den Austausch von Kräften, wo ein stabiler Zwischenzustand entsteht. Ja, aber immer in Austausch, immer wieder durch neue Anpassung. Und jetzt ist die Frage, gibt es einen stabilen Wesenskern? Ich meine, das Wetter kann auch solche Prozesse bilden, aber dem Wetter ist das wahrscheinlich egal. Ich weiß nicht. Wo ist denn das Wetter zu Hause? Wo ist denn der Wesenskern vom Wetter? Ist die Frage, wo ist unser Wesenskern? Ich habe eine Antwort darauf. Eine Wahrnehmung. Tja, welche Wahrnehmung?
Die Wahrnehmung von was? Er ermöglicht uns vielleicht zu einem Wesenskern vorzudringen. Wo in unserer Wahrnehmung gibt es so etwas zu finden, was ein stabiler Wesenskern sein könnte? Ein Teil des Ganzen. Dass ich ein Teil des Ganzen ist erstmal einfach nur ein Satz. Was ist damit gemeint? Raum? Natur? In der Natur ist da ein stabiler Wesenskern von einem Ich zu finden? Nee. Ist die Homöostase der immer wiederkehrenden? Ja, das ist in der Homöostase ist ja eben gerade kein Wesenskern zu finden. Das ist ja das mit dem Stable State gemeint. Vielleicht im Bewusstsein. Im Bewusstsein, ne? Könnte ja sein. Fünftes Skanda ist ganz gut vielleicht geeignet, so als letzte Bastion. Ich helfe euch ein bisschen weiter, weil es ein wichtiger Punkt ist. Es gibt tatsächlich etwas ganz Stabiles und Verlässliches in unserem Geist. Ganz stabil und verlässlich. Man nennt das einfach mal ein anderer Ausdruck, die Natur des Geistes. Die Qualität wahrzunehmen, zum Beispiel das Wahrnehmen, ständig stattfindet, ist etwas, was uns seit unserer Kindheit ganz stabil begleitet. Dass wir ständig erleben, es findet ständig statt, das ist stabil. Diese Qualität ist da. Auch die Qualität, dass dieses Erleben nicht fassbar ist, dass es sich immer wieder neu, auch das ist stabil, verlässlich, immer so. Dass immer, wenn ich mich entspanne, dass da bestimmte Qualitäten zum Vorschein kommen, ist auch verlässlich immer so. Das Problem ist, dass das bei allen so ist. Das ist kein individueller Wesenskern, das ist eine allgemeine Natur des Geistes. Das, was in uns stabil ist, das ist das, was wir mit allen teilen. Vielleicht hast du deswegen gedacht, ja, das, wo ich eins mit allem bin, hast du vielleicht so dir. Das, was wir alle hier gemeinsam haben, das ist das echt Stabile. Das Wahrnehmen und so weiter stattfindet, dass also die Fähigkeit, gewahr zu sein, uns allen gegeben ist. Dass in diesem Gewahrsein alles, was sich da gestaltet, keinerlei Substanz hat, ist auch für uns alle gleich. Dass wir, sobald sich der Geist öffnet, Zugang zu wärmeren, flexibleren Geisteszuständen haben und sowas, ist für uns alle gleich. Es gibt Grundgesetze, die in uns wirken, in allem, auf allen Kontinenten. Das ist für uns alle gleich. Alle, die, mit denen ich als Mensch bisher kommunizieren konnte, auf verschiedenen Kontinenten, es ist für alle gleich. Aber verflixt nochmal, wo ist denn das Individuelle? Das Individuelle, das ist genau, was dich und mich unterscheidet. Und das ist, wie wir wahrnehmen, wie wir fühlen, wie wir unterscheiden, wie wir gestalten, welche Bewusstseinsfärbungen wir so erleben. Und genau das ist ständiger Prozess. Das ist immer anders. Das heißt, das, was wir unser individuelles Sein, ist genau das, was am allerveränderlichsten ist. Das ist da, wo die karmischen Kräfte wirken, unsere Vorlieben, unsere Abneigung und so. Da gibt es ähnliche Kräfte und wir meinen, da wäre vielleicht was Stabiles, aber den individuellen Wesenskern, das, was unveränderlich und individuell ist, das ist von mir und, soweit ich weiß, auch von anderen noch nicht gefunden. Es ist etwas zu finden, eine Dimension des Seins, die unveränderlich ist, die immer so ist. Ich habe so ein paar Aspekte davon beschrieben. Raumgleich, dynamisch, vital, unbehindertes Erleben, so diese Qualität. Das ist zu finden. Es ist nicht ein Etwas, aber das ist tatsächlich immer so. Bloß ist das nicht individuell. Das ist das Problem, was wir haben. Und das ist auch gar kein Problem, das ist sogar super, dass das so ist, weil da hinein können wir uns entspannen und darin dieses Beschäftigtsein mit unseren sehr persönlichen Rollen und Vorstellungen und so weiter, kann sich da hinein entspannen. Es waren noch weitere Arme. Aber gibt es nicht dennoch irgendwas absolut Einmaliges in jedem von uns? Ja, jeder Moment. Darüber hinaus. Etwas, was letztlich doch etwas ist, was jeden von uns von anderen unterscheidet. Wenn Sie es finden können, wenn du es finden kannst, bin ich froh. Dieses absolut Einmalige und Unveränderliche.
ob es das gibt. Ich weiß, dass jeder von uns hier absolut einmalig ist. Und zwar nicht nur als Ganzes, sondern in jedem einzelnen Moment des Erlebens. Nehmen wir mal wieder 50 Erlebende hier. Dieser einzigartige Moment meines persönlichen Erlebens wird sich nie wiederholen. Er ist absolut einzigartig und keiner von uns hat denselben Erlebnismoment jetzt gerade. Keiner. Der nächste ist schon wieder einzigartig. Also die Einzigartigkeit des Menschen ist in seinem Erleben begründet, aber nicht als eine absolut feststehende, auffindbare Einzigartigkeit, die irgendwo so einem Wesenskern... Ich wüsste nicht, haben Sie eine Idee, wo der zu finden ist? Aber worin soll bestehen etwas, was eine Kontinuität in uns vielleicht auch über dieses Leben hinausgibt? Genau, die Kräfte, die wirkenden Kräfte. Es gibt nichts, was als irgendwie ein Ding von einem Leben zum anderen gehen könnte. Wo sollte das sein? Es müsste vielleicht jetzt schon zu finden sein, wenn es doch wenigstens in diesem Leben zu finden wäre, könnte es ja auch zum nächsten Leben rübergehen. Ich sehe nur wirkende Kräfte. Das ist das Einzige, was zu erleben ist. Ich sehe nichts, dem ich eine Farbe, einen Ort, eine Gestalt zuordnen könnte, wo es immer zu finden ist, unveränderlich und individuell. Ein inneres Strömen. Ja, ein inneres Strömen, genau. Damit kann ich was anfangen. Und in diesem Strömen sind Kräfte wirksam und so. Aber die absolut einmalig sind. Absolut einmalig. Jeden Moment. Genau. Aber auch absolut uns unterscheiden. Absolut. Nicht mehr und nicht weniger. Nee, nicht mehr und nicht weniger. Das nennen wir in der buddhistischen Psychologie Geistesstrom. Ja, das ist der Ausdruck dafür als Angebot, was ist es denn, wenn kein Wesenskern da ist? Ja, Geistesstrom, geprägt, bedingtes Entstehen, geprägt durch Erfahrung und so weiter. Individuelle Prägungen, Kräfte, die wirksam sind. Aber strömen, nichts fest. Wie ein Fluss, nicht für einen Moment derselbe und doch immer wieder ähnlich, gleich. Sind diese Ströme permanent und unveränderlich? Das ist ja ein Widerspruch in sich selbst. Ich weiß, aber gerade das Bild von dem Fluss, das du gerade gebraucht hast. Der Fluss strömt. Verändert sich. Aber als solcher besteht er ja, der Fluss. Und ist dadurch ja permanent. Tja, die Idee vom Fluss ist permanent. Alles andere, alles was diese Idee, dieser Begriff beschreiben soll, ist im Wandel. Die Idee ist das Permanente, genauso wie beim Ich. Das Einzige, was beim Ich unveränderlich ist, sind die Buchstaben ICH. Das ist das Einzige, was, und ist diese, das Konzept ist dauerhaft. Weil es ist ja keine Bedingung, es sei denn, ja, wir definieren was neu, aber das Wörtchen Ich überdauert alle Klippen des Seins. Das ist doch permanent. Ja, aber nur das Wörtchen. Aber das hat ja nichts. Das ist ja genauso, wenn wir vom Rhein sprechen. Das Wort Rhein hat schon Jahrhunderte überdauert, aber der Rhein ist nicht für einen Moment derselbe. Wenn wir denken, ich könnte morgen an denselben Rhein gehen wie heute, geht nicht. Wenn im Ich etwas Konstantes wäre, müsste ich heute etwas aufsuchen können, was genauso auch schon gestern war. Okay? Wenn irgendetwas Konstantes drin wäre. Und ich bitte euch, das mal zu versuchen. Sucht mal irgendetwas auf, irgendeine Form des Erlebens, irgendetwas, was heute noch genauso wie gestern ist. Dann merkt ihr, was mit Strömen gemeint ist. Die Vorstellung des Ichs, darum scherze ich ja das Erleben gar nicht. Das ist ja eine abstrakte Vorstellung. Worte müssen stabil sein, damit wir sie in der Kommunikation benutzen können. Sie dürfen sich nicht ständig verändern. Wenn wir jeden Tag ein neues Wort hätten, das ginge überhaupt nicht. Die müssen stabil sein. Aber sie sind Abstraktionen, sie sind Vorstellungen und unterscheiden sich vom tatsächlichen Sein, vom Erleben. Bitte. Also wie hilft das für den Tagesgebrauch, wenn ich diese eine Bedingung, die Sie genannt haben, das Unveränderliche weglasse.
Ja, ich habe ein verinnerlichtes Ich. Das super. Das soll sich auch verändern können. Super. Ich bin ja kein kleiner Junge mehr, ich bin noch kein alter Mann, das Ich ist. Aber es hat so eine, da es nicht so wechselhaft ist wie vielleicht das Wetter heute, sondern eben gewisse Dinge, gewisse Prägungen länger anhalten können. Mal in der Frage, mal nicht, vielleicht auch unbewusst mit 20 Jahre dann führen, ohne dass ich es überhaupt merke. Von daher kann ich schon verstehen, dass Leute von einem Ich reden. Das ist natürlich, was heißt natürlich, das ist also hier, das ist genau. Nicht veränderlich, aber es ist nicht so veränderlich wie, was weiß ich, ein Tropfen Wasser auf einer heißen Platte, du sofort weg. Kommt drauf an, mal bin ich nett, mal bin ich unausstehbar. Also, was ja, wir klar, so. Es ist alles noch ihr Ich, das sozusagen in unterschiedlicher Prägung situativ. Okay, wenn wir den Begriff des Ichs ganz weit wählen, dann hat alles darin Platz und dann können wir alle Veränderungen in diesen Begriff reinmachen. Dann haben wir wieder ein Prozess-Ich und unser Begriff, das Konzept ist weit genug, aber das tatsächliche Erleben ist unglaublich fluktuierend, obwohl da konstante Faktoren sind. Also egal, welche Vorstellung Sie haben, wenn es sich um einen Prozess-Ich handelt, sind wir am Puls der Wirklichkeit, weil es ist einfach sich veränderndes Geschehen, auch wenn es einige der Dinge verändern sich langsam. Wir wissen ja, also diese tiefen Prozesse, die tiefen Entwicklungsprozesse, das sind ja Riesenbögen im Leben. Das sind ja langsame Entwicklungen. Und anderes sind die kleinen Fluktuationen des Alltags. Ne? So wie der Rhein im Laufe des Jahres an- und abschwillt und nicht jetzt gerade die Riesenschwankungen von einem Tag zum anderen hat. Ne? So können wir das uns vorstellen. Hier vorne, ja? Das ist ein allgemeiner Grundzustand, der alle betrifft, dieser Fließende. Den meine ich zu kennen, also kennengelernt zu haben, erspürt zu haben irgendwann und habe versucht, das zu sehen, also und habe den als einmal als etwas sehr Negatives empfunden, was ich wirklich, also was ganz fest war. Und ich habe dann aber in Wochen später ganz aus einer ganz anderen Richtung, aus dem Wehharas raus, auf einmal ein ganz gutes Gefühl gehabt und auf einmal gemerkt, das ist genau der gleiche Zustand. Das, was ich als ganz schlimm empfunden habe und das, was ich als ganz, ganz beweglich und ganz lebendig und ganz toll empfunden habe. Ja. Ich habe in einem Moment gemerkt, das ist genau der gleiche Zustand. Ja. Und habe dann aber, und das ist eigentlich mein Punkt, daraus, da kam gleichzeitig das Bild, es war wirklich auf beiden Seiten in der Mitte, dass es gibt nichts zu tun, es gibt nichts zu tun. Und ja. Das hat mich erschreckt. Ja. Aus dieser Erfahrung raus, die sehr präsent war und immer noch ist, dieser Satz, es gibt nichts zu tun. Und das erschreckt mich und da weiß ich nicht mit umzugehen. Weil ich weiß, es gibt natürlich es viel zu tun. Und das hat auch mich dieses heilsame und unheilsame Kräfte auf einmal. Da hat sich in dem Moment wohl durch diesen Satz, der sich gebildet hat, da hat sich in dem Moment was verknotet. Ja. Und zwar, es gibt nichts zu tun in der Natur des Seins. Da gibt es nichts zu tun. Nichts zu tun, das ist auch so klar, das ist auch so richtig. Richtig, ja. Und in der Welt gibt es viel zu tun. In der Natur des Seins, da gibt es nichts beizufügen, nichts wegzunehmen. Das ist einfach so. Und da haben wir tatsächlich so eine Grundnatur, auf die wir völlig vertrauen können. Das ist einfach, da gibt es nichts zu tun. Und dann in der Welt, wenn wir hineingehen in die Beziehung und das Sein in der Welt, da sind wir aufgefordert zu handeln in Situationen. Ja, das weiß ich ja auch, aber diese beiden Wissen zusammen. Und da gibt, das geht zusammen. Dann gibt es etwas zu tun, es gilt zu handeln, und beim Handeln möglichst im Nichtstun zu bleiben. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Das ist jetzt nicht nur Wortspielerei, sondern es geht darum, beim Handeln im Sein zu bleiben und gar nicht so im Beabsichtigen, so zielorientiert, sondern nicht so sehr aus einem ich-bezogenes Tun zu kommen, sondern einfach handeln zu lassen, statt zu tun. Das Nichtstun im Tun ist diese Haltung großer Offenheit und Flexibilität, wo wir keine persönlichen Absichten verfolgen, sondern Dienerinnen, Diener der Situation sind.
Da können wir die beiden zusammenbringen. Da hat sich in dem Moment was verknotet. Das können wir vielleicht jetzt gerade so ein bisschen entknoten. Das Nichts zu tun bezieht sich auf grundlegende Ebene des Seins und dann gehen wir daraus in das Tun, ohne das grundlegende Verständnis zu verlassen. Das Tun wird dadurch leichter. Das Tun wird auch symbolisch gesprochen zu einem Nichtstun. Es wird ist bewusst, dass ich auch positiv verändern kann, ohne was zu tun. Genau. Das ist mir auch bewusst. Zum Beispiel, wenn ich jetzt idealerweise, wenn ich meinen Vortrag hier halten würde, ohne so in einem Ich-Bewusstsein so gefangen zu sein, dann würde ich ganz frei und spontan sprechen. Es würde so, als ob niemand den Vortrag hält. Ja? Dann wäre der Vortrag gut gehalten. Ja? Das wäre so eine Art des Nichtstuns. Ja? Im Bewusstsein der grundlegenden Natur, an der es nichts zu tun gibt, dann aus diesem Verbundensein mit dem grundlegenden Sein den Vortrag fließen lassen. Man muss einfach nur den Grundzustand beibehalten. Ja. Ja. Immer wieder sich damit verbinden, Vertrauen zu haben, aus dem Vertrauen heraus fließen lassen. Und das wäre immer heilsam? Das wäre heilsam, okay. Weil das ist was ganz Schönes, eine schöne Entdeckung, ist ja auch keine einfache Frage. Wenn der Geist ganz offen ist er dann immer heilsam? Da müssen wir mal gucken, was bei den Nicht-Heilsamen, wenn wir so, wenn schädliches Handeln oder nicht-heilsames Handeln oder Denken stattfindet, was sind denn da so die Beweggründe? Da ist immer, dass ich etwas will oder nicht will, dass persönliche Absichten hineinspielen. Wenn diese persönlichen Absichten gar nicht vorhanden sind, weil der Geist so offen ist und so in einem ganz natürlichen Wir, in einem ganz natürlichen Verbundensein, dann tauchen diese Impulse, diese Motivationen, die ins Nicht-Heilsame führen könnten, gar nicht auf. Und das ist die Erfahrung, das war jetzt natürlich eher mal theoretische Erklärung, aber das ist die Erfahrung auch, die wir machen, dass in einem entspannt offenen Sein es gar nicht zu diesen Impulsen kommt. Es sei denn, und das ist jetzt noch eine psychologische Zusatzbemerkung, es schießen dann noch unaufgearbeitete Motivation durch die in dem Moment aber eben das offene Sein unmöglich machen und plötzlich wieder zu einem fixierenden Sein. Ja, weil eine Kontrolle losgelassen wurde und unbearbeitete Impulse durchschießen. Aber die sind dann nicht mehr offenes Sein. Die sind dann, das ist ganz klar, dass die dann in eine andere Richtung gehen. Aber ein offenes Sein, in dem diese ganzen Muster und so wirklich ins Gewahrsein geholt wurden, aufgearbeitet, aufgelöst wurden, das ist von Natur aus heiser. Das kann gar nicht anders sein. Wie kriege ich denn diese Impulse mit? Also das heißt, wie kriege ich denn für den Moment mit, wenn ich wieder die unheilsamen Pferde... Das ist Achtsamkeit, Gewahrsein, Präsenz. Das braucht's. Ne? Das ist, was es mitkriegt. Nehmen wir die Nachbarin da, sie haben sich auch gemeldet. Ja, wie komme ich denn zu diesem offenen Geist? Also ich bin noch nicht so drin in der ganzen Thematik. Also durch Meditation gibt es da noch irgendwelche anderen Möglichkeiten, mein Ego... Ich glaube, Sie kennen eine ganze Menge. Freude bringt in diesen offenen Geist Liebe, Mitgefühl, Dankbarkeit, verschiedene Formen von Entspannung, sinnvolles Tun. So, all das hilft dazu, trägt dazu bei. Ganz vieles. Ich habe jetzt auch Humor und so alles Mögliche. Ja, also es gibt vieles, was dazu beiträgt, in so ein offenes Sein hineinzuführen. Ja? Da brauchen Sie keine Expertin zu sein. Meditieren soll auch dazu beitragen, wenn man es dann auch wirklich so tut, dass man sich dabei öffnet und entspannt, dass man nicht irgendwelchen Vorgaben, die man sich selber macht, irgendwie so nacheifert und sich ein neues Korsett anzieht. Okay, da war noch irgendwo eine Hand. Wo war das denn? Ja, Sie nochmal? Ja, also ich frage mich im Moment, was bringt es dem Großen und Ganzen, sagen wir mal dem Universum, wenn wir jetzt dieses Sein anstreben? Ja, erstmal gar nichts. Nur wenn wir das. Also ich weiß nicht, ob es das Sein und das große Ganze überhaupt gibt, aber
im Sein zu sein, das Sein zu leben, das könnte schon was bringen, aber das anzustreben für bringt gar nicht viel. Für uns selbst, für den anderen oder für die gesamte Welt? Naja, für alle, die von den Auswirkungen unseres Seins betroffen sind. Ne? So einfach. Also jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt, nehmen wir mal an, unsere Gruppe, wir würden alle wirklich so im natürlichen Sein sein und darin auch bleiben, dann würden alle, die mit uns in Kontakt kommen, Nutzen davon haben. Und das große Ganze ist die Summe aus den vielen Kleinen. Also alle, die mit uns, die von den Auswirkungen unseres Denkens, Sprechens, und also Kommunizierens und physischen Handelns erreicht werden, würden auf jeden Fall sofort die andere, die neue Qualität unseres Seins erleben und ein wenig dadurch beeinflusst werden. Ich denke gerade so an den Bodhisattva, der sein Versprechen gibt, bis alle Wesen befreit sind. Und wenn alle Wesen befreit wären, würde ja die Welt nicht mehr bestehen. Weil die Welt besteht durch die Dualitäten, Polaritäten. Keine Ahnung. Vielleicht würden all diese befreiten Lebewesen eine große Party machen. Also das sind so Hypothesen. Ne? Ich würde das Risiko mal eingehen, erstmal alle zu befreien und dann gucken, was passiert. Also vorher aufzuhören und zu sagen, es bringt's nicht, weil vielleicht entsteht dann die Welt nicht mehr, vielleicht entsteht eine neue Welt. Ne? Also so ruhig mal das Wagnis eingehen, natürlich zu sein, und dann denke ich, hat das schon so ein bisschen positive Auswirkungen um uns herum. Und für mich ist ein Spruch irgendwie ganz, ganz wichtig. Das war doch Meister Eckhart, oder? Wenn wohl dieser Bodhisattva-Gedanke, allen zu helfen, angesprochen wurde, der wichtigste Moment ist immer jetzt. Die wichtigste Person ist immer die vor uns. Und das Wichtigste, was zu tun ist, ist Liebe. Also eigentlich ein sehr einfaches... Ist das Meister Eckhart? Ja, ne? Wird verschiedenen zugeschrieben. Habe ich schon fast gedacht, vermutet. Ein bisschen zu Tolstoi. Ja. Ganz einfache Maxime, um dieses entsetzliche Bodhisattva-Ideal mal runterzubrechen auf etwas Praktikables. Immer der Mensch, der vor mir ist, jetzt gerade, und was gibt's zu tun? Wohlwollend, liebevoll, unterstützend da sein. Und dann wird es praktikabel, und dann ist es auch nicht mehr so entsetzlich. Wir müssen es praktikabel machen, weil diese Ideen sind so erdrückend groß, aber tatsächlich habe ich jetzt gerade nur mit euch zu tun, und hier mit ebenfalls all den anderen im Raum. Und das ist dann sehr einfach. Machen wir hier Schluss? Ja. Okay. Danke.